Leute. Wenn ihr dieses Video seht, wollt ihr wahrscheinlich einfach die 12 Siege bei der Bavarenfass-Challenge haben. Und keine Sorge, ich bin durchaus bereit, euch zu helfen. Ich zeige euch heute einfach alle Draft-Momente von Spielen, in denen ich gewonnen habe. Okay, hier ist ganz einfach die Sache. Das Bavarenfass ist wirklich gut eigentlich gegen eine Prinzessin und gegen, ja, vielleicht noch ein Koboldfass. Und der Eisgolem ist allerdings dahingegen wirklich sehr individuell einsetzbar. Man kann auch mit dem Bavarenfass gut abverteidigen. Also nehme ich mir den Eisgolem. So. Prinzessin ist einfach auf großer Entfernung gut, auch gegen die Bogenschützen. Der Poison ist gut gegen die Prinzessin und gegen die Bogenschützen, deswegen nehme ich den mir mal. Und ich habe nichts Gutes gegen den Spark, deswegen muss ich mir nehmen. Außerdem hat der Gegner nur ein Set dagegen. Das ist jetzt nicht so geil. Vom Kraftstein wusste ich ja vorher nichts. Hier kämpfe ich gegen Stefan aus Clash Army. So, jetzt ist eine ganz einfache Sache. Der Grabstein ist eigentlich nur gut, wenn man einen Rambock oder ein Hog Rider hat. Ich meine, klar, bei Golem ist er auch noch ganz gut, aber wenn man keine wirklich krassen Damage-Einheiten dazu hat, nicht wirklich. X-Bogen ist allerdings in den meisten Fällen zumindest ganz in Ordnung, außerdem habe ich dann sicher eine Win-Condition. So, der Lava-Hund ist nicht gut gegen X-Bogen, der Hog Rider schon. Außerdem ist er definitiv eine relativ sichere Win-Condition. So, mit dem Tornado kann man, wenn man es perfekt spielt, den Hog Rider an den King Tower ziehen, ohne dass er einen Hit am normalen Turm rausbekommt. Das ist natürlich dann sehr OP, deswegen, und falls der so gut ist, ich weiß ja nicht, wie gut er ist, kann er das dann machen. Außerdem kann man mit dem Tornado zumindest ein bisschen das Koboldfass abwehren, das heißt, ich muss ihn mir selbst nehmen. Sollte ich zumindest. So, und das ist gar keine Frage, ich brauche hier noch was gegen das Koboldfass, wenn es geht. Und, nun ja, Zap Tornado ist jetzt nicht unbedingt so geil, also auch nicht nur gegen Koboldfass, sondern allgemein, deswegen nehme ich mir hier die Pfeile. So. Lightning oder Pfeile. Das eine ist halt so gut gegen so Truppen wie Magie, das andere ist gut gegen so Mappen Minion Horde. Ich glaube, die Pfeile sind hier eine bessere Idee. Aber es ist trotzdem schwer. So, gar keine Frage, der Elektromagie ist allgemein stärker. Die Bogenschützen würde ich sagen auch allgemein stärker als die Speedgoblins. Und der Golem kann hier einfach richtig OP sein. Beim Riesenskelett muss man eigentlich nur aufpassen, dass man das nicht an den Turm lässt und so weiter. Und dass man keinen zu großen Push aufbaut. Deswegen kann ich mir den Golem nehmen. Die Guards sind gut gegen Tanks und so weiter. Die Spear Goblins sind nur eine kleine Luftabwehr. Der Henker ist allgemein gut gegen so wie Minion Horde und so weiter. Der Eis hier ist gut gegen das Bavarenfass. Und die Prinzessin ist allgemein auf Entfernung richtig krass. Und man kann zusammen mit einem Eisgeist und halt dem Turm die auch gut gegen Bavarenfass verteidigen, wenn sie aus der Reichweite des Bavarenfasses ist und der Bavar jetzt direkt vor ihr spawnt. So. Hier habe ich verloren. So, also erstmal Ballon oder Magier. Der Magier ist ganz gut gegen den Ballon. Allerdings kann der Ballon auch wirklich sehr viel Schaden raushauen. Ich würde sagen, hier wäre der Ballon eine bessere Idee. Vor allem, weil die Chance auf Lava und sogar relativ solide ist. So, der Bombenturm ist natürlich dann viel besser. Denn erstens könnte man ihn auch als Sicherheit gegen den Ballon benutzen. Und außerdem ist er auch allgemein eine ziemlich starke defensive Karte. So. Hexe oder Dart Goblin. Die Hexe ist allgemein, würde ich sagen, ziemlich stark. Der Dart Goblin ist halt gut gegen den Bombenturm. Ich würde aber, glaube ich, sagen, die Hexe ist für mich ist allgemein schlechter, sondern der Dart Goblin ist besser. So, dann hier eine ganz einfache Sache. An sich würde ich dann natürlich den Miner höher einschätzen, vor allem wegen des Ballons. Aber auf der anderen Seite kann man mit dem Mini-Pack halt wunderbar den Miner kontern, was der Gegner dann ja könnte. Und so kann ich halt dann seinen Miner gut kontern. Außerdem ist er gut gegen Magier und Hexe. Wenn man den halt direkt reinspielt, wenn man ihn natürlich direkt reinspielt, ne?
Deswegen nehme ich mir den Mini-Packer. Auch ein sehr cooles Match, okay. Hier ist es halt so, die Prinzessin ist auf großer Reichweite sehr geil, der Executioner auf kurzer Reichweite, beide können aber ungefähr so das gleiche machen. Ich nehme jetzt mal den Henker, definitiv die Rakete, denn die kann halt den Henker töten. Da würde ich mal sagen, sind die Fire Spirits am besten, aber das ist jetzt nicht so eindeutig. Und dann definitiv der Royal Giant, der hat dann zwar Prinzessin und Kobold fast, aber mit einem Royal Giant und einem Executioner kann man in so einer Challenge richtig was reißen. So. Und das Spiel ging dann ja am Ende auch an mich. So, bei dem Spiegel kann man ziemlich viel Schaden anrichten, mit dem Barbarenfass nicht so viel, allerdings kann das Barbarenfass auch teils wirklich was machen, aber der Spiegel ist halt hier, würde ich sagen, doch besser, denn wenn man Glück hat, dann kann der Spiegel richtig krank OP sein. So, Royal Giant oder Friedhof, das ist halt so die Sache. Wenn man, wenn man einen Turm verloren hat, ist der Royal Giant einfach mega OP, wenn beide einen Turm verloren haben. Deswegen würde ich sagen, Royal Giant gegen Friedhof besser. So, dann ist es halt hier so die Sache. Mit dem Heilzauber kann er keinen Friedhof heilen. Und ich würde sagen, das wird seine hauptsächliche Win-Condition. Mit dem Rage Spell kann er den aber deutlich gefährlicher machen. Ich würde deswegen sagen, dass ich mir den Rage nehme. Ich weiß ja noch nicht, welche Karten anders noch kommen werden. Da muss man aber auf jeden Fall dann aufpassen. So, definitiv der Executioner, weil der mit dem Royal Giant einfach zusammen total stark sein kann. So, dieses Match war dann sogar ein 3-0. Koboldfass oder Riese. Eigentlich eine relativ klare Sache. Riese, denn der ist in solchen Challenges einfach OP. Dann würde ich sagen, definitiv der Frostzauber, denn der kann mit dem Riesen erstmal OP sein. Zweitens kann, wenn man kein Holz hat, natürlich Koboldfass Spiegel sehr stark sein. Aber Koboldfass Freeze kann dann einfach unfassbar geil sein. Also, auch wenn man einen Lock hat. Deswegen ist der Frostzauber die bessere Idee. So, natürlich definitiv der Inferno-Drache, denn der wäre sonst stark gegen den Riesen. Außerdem kann sowas einer richtig krank abgehen, wenn der Gegner nichts Gutes dagegen hat. Und definitiv die Kobolde. Ich meine natürlich der Barbarenfass, weil das gut gegen das Koboldfass ist. So, was ich nochmal Witziges sagen wollte, war, ich hatte sogar noch ein Eis gegessen und selbst. Das heißt, ich hätte theoretisch auch dem Gegner den Inferno-Drachen geben können. Aber so hat der Gegner halt nur eine Rocket an effizienten Sachen gegen den Inferno-Drachen, was ganz witzig ist. So. Dieses Match kam sogar noch im Hauptvideo, deswegen werde ich jetzt, glaube ich, das doch nicht zeigen, den Draft. Wenn ihr den Draft doch sehen wollt, dann Link ist in der Beschreibung oder in der Infobox oder irgendwo, oder geht einfach mal auf den Kanal, da findet ihr es dann direkt. Das ist dieses 12 Wins bla 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 Video, so. Die Prinzessin ist gut gegen die Archers. Der Poison Spell ist gut gegen die Prinzessin und gegen die Archers, das heißt, ich muss ihn mir nehmen. Die Banditin ist allgemein und nützliche Karte. Der Rage Spell ist scheiße. Und natürlich würde ich jetzt sogar sagen, die Kobolde, denn die sind ganz gut gegen die Banditin und gegen das Barbarenfass. Das heißt, ich will die haben und nicht meinem Gegner geben. So, relativ einfach ist jetzt. Also wirklich, Leute, wenn ihr jetzt sagt, ja, cool, ich kann jetzt besser draften nach dem Video, aber das heißt ja noch nicht, dass ich gewinne. Ja, richtig, man muss auch noch ein bisschen Glück haben, aber wenn ihr scheiße draftet, dann werdet ihr garantiert nicht gewinnen. So habt ihr zumindest eine Chance. So, definitiv Riese, weil der ja einfach OP sein kann, wobei man sagen muss, dass ein Babydrache mit einem Tank hier auch einfach sau stark ist. Definitiv Mini-Packer, weil der einfach gut gegen Royal Giant ist und natürlich noch gegen den Riesen. So, das ist halt jetzt ein relativ schwerer Draft an sich. Denn der Executioner ist gut gegen den Babydrachen und deswegen will ich ihn eigentlich haben. Allerdings ist der Prinz saugut gegen den Riesen und auch gegen den Royal Giant. Das heißt, es wäre eigentlich theoretisch am besten, sogar den Prinz zu nehmen. Aber ist gar nicht mehr so eine leichte Entscheidung. Weil beide einfach sau OP sind. Dann würde ich jetzt sagen, sogar mal die Spear-Goblins, denn so habe ich wenigstens auf jeden Fall was gegen Luft. Auch wenn ich dafür natürlich noch einen Tank brauche. Dieses Match habe ich schon gezeigt. Und ja. So. Das hier war das Ergebnis. 12 Siege. Hoffentlich erreicht ihr das auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wenn es euch was gebracht hat oder ihr denkt, dass ihr damit vielleicht beim nächsten Mal besser seid, würde ich mich sehr natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr einfach nur Unterhaltung wollt,
checkt doch einfach mal das Video in der Infobox aus. Da findet ihr dann nämlich einfach erstmal ein Trolling-Video, also wie ich halt mit dem Bahnfass rumtrolle und dann natürlich noch, was richtig geil wird, beziehungsweise schon oben ist, ein Video, bei dem ich halt ein paar Gameplays gezeigt habe, wie ich die 12 Siege hole. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, hoffentlich schafft ihr es. Ciao mit Augen.